So, hallo und herzlich willkommen. Dadurch, dass es ja gestern eigentlich einen guten Zuspruch bekommen haben, die Videos, werde ich heute wieder meine Wetten, meine Predictions quasi offenbaren. Im Vornherein natürlich, ich bin kein Profi, was das Wetten anbelangt. Also verlasst euch bitte nicht auf meine Wetten, die ich mache. Das sind keinesfalls im entferntesten nicht mal Safe-Wetten. Und ja, wir gucken es uns jetzt einfach mal an. Ich bin heute ziemlich extrem wieder reingegangen. Nachdem das gestern mit Fnatic so gut geklappt hat, habe ich gedacht, okay, gehen wir heute ein paar mehr rein. Gucken wir mal, ich gebe ein paar auf jeden Fall hier low gegen Virtus Pro HR. Ich meine, Virtus Pro hat sich nicht gelohnt, deswegen bin ich einfach HR reingegangen, low. Mit kleinen Aufklebern und Skins, wo ich sage, okay, ja, brauche ich nicht mehr. Ist jetzt klar, ein paar Euro sind es immer, aber für mich ist das eben low. Whatever, ich will jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ich bin auf HR gegangen, weil es sich lohnt, wenn die wirklich schaffen. Ich meine, Virtus Pro ist ja bekannt dafür, dass die auch mal gerne ein Spiel in Anführungszeichen verkacken. Deswegen hat sich das so für mich auf jeden Fall wesentlich besser rentiert. TSM gegen Navi. Ich denke, Navi kann es machen. Ich denke, sie werden es machen. Müsste jetzt gerade mal reingehen, ist Best of 1. Im Endeffekt, Best of 1 ist immer extrem schwierig vorherzusagen. Da ist eigentlich meist alles möglich. Deswegen gehe ich hier auf Navi, auch eben low. Kann eben gut was rausholen. Wenn ich es verlieren sollte, habe ich keinen Stress damit. Das Highlight heute wird wieder sein. Ich habe meine Eier wieder auf den Tisch gelegt und bin alles, was geht. Und gleich die Vulcan von gestern mit rein, also den Wert nochmal erhöht. Auf Fnatic gegen Navi und das Krasse ist auch, es ist Best of 1. Also es ist wahrscheinlich die Zeit, in der ich wette, meine riskanteste Wette. Gestern war es noch einigermaßen, wo ich gesagt habe, okay, Best of 5, das macht Fnatic auf jeden Fall. Heute ist es einfach, okay, Fnatic muss Navi rasieren, sonst gehe ich mich einfach erschießen. Ich bin hier volles Brot rein. 130 Dollar rein, 61 kann ich gewinnen, ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn sie es machen. Wenn sie es nicht machen, ist es halt ein totaler Reingriff ins Klo. Fnatic muss es einfach machen, eine Runde. Karte ist anscheinend wohl für Fnatic eine gute Karte. Habe ich heute so aus den Predictions aus den Facebook-Gruppen rausgelesen. Und ich hoffe einfach mal, Fnatic macht's. Für alle, die auf Navi gehen, krass natürlich, hier sieht man die Value ist natürlich um einiges höher. Und es ist halt Best of 1. Also im Endeffekt, wenn man alles wegzählt, ist es einfach 50-50. Also es ist enorm riskante Wette. Leute, macht es so wie ich, bitte nur, wenn ihr sagt, okay, im schlimmsten Fall, dann verliere ich die Skins. Aber erhängt euch bitte danach nicht, weil ich sage, okay, wenn ich die jetzt verliere, ist es extrem scheiße. Das sind meine Main-Skins hier, meine absoluten Main-Skins. Und hier noch die Vulcan, wo ich gestern so viel geschwärmt habe. Ich will einfach noch einen draufsetzen. Ich hoffe, Fnatic macht's. Wenn nicht, sind die Skins weg. Es wäre extrem scheiße, aber ich muss damit leben. Wenn sie es machen, habe ich hier auf jeden Fall eine schöne Value, mit der ich wieder arbeiten kann und da hoffentlich ein paar coole Skins rausbekomme. Könnt gerne in die Kommentare dazu schreiben, was ihr davon haltet. Hier jetzt noch meine anderen Wetten. Hier gehe ich auf Navi gegen Flipside. Ist eigentlich, ja, sollte relativ sicher sein. Ist Best of 2, glaube ich, ja. Im schlimmsten Fall kriege ich meine, oder sollte ich meine Skins zurückbekommen. Hier haben wir Giant gegen G-Play. Ja, ich gehe einfach mal rein mit relativ low. Kann gut was rausholen, wenn ich die verliere, wie gesagt, wie die oberen zwei, ist es nicht so heftig. Hier Titan gegen Virtus Pro. Ich denke, Titan hat gestern sehr gut gespielt. Sie haben nicht wirklich, sie haben nicht richtig rasiert, außer jetzt in der letzten Runde. Da haben sie nochmal gut Gas gegeben, wenn ihr das Spiel gesehen habt. Hatte ich auch drauf gewettet und hab auch gewonnen. Ich denke, wenn Titan so spielt wie gestern, können die Virtus Pro schlagen. Und Virtus Pro, wir werden sehen. Im Normalfall würden sie es wahrscheinlich machen. Aber ich hoffe einfach auf Titan und bin auch jetzt nicht so high reingegangen. Ein bisschen höher. Ich habe eine schöne Value, wenn ich rauskomme damit. Also im Allen ist heute eigentlich ein risky Tag. Es sind jetzt keine wirklichen Safe Bets. Jemand, der jetzt wirklich versucht, möglichst safe zu wetten, würde wahrscheinlich genau diese Spiele alle skippen, beziehungsweise nicht auf die setzen, wo ich gesetzt habe.
Aber okay, ich habe schon einige Male versucht, bei CSGO Launch safe zu wetten und ich habe irgendwie nicht das richtige Händchen dafür, deswegen. Und gestern habe ich eben 100% zurückbekommen, beziehungsweise ein Spiel war eben 1-1, habe ich die Skins zurückbekommen. Deswegen gehe ich heute einfach nochmal so rein und hoffe, dass es klappt. Könnt mir gerne die Daumen drücken, wenn es jetzt nicht klappt, okay, gibt Schlimmeres in der Welt. Ich komme damit klar. Und wie gesagt, Fnatic hat es gestern gemacht. Ich denke, sie werden heute auch noch durchrasen. Eine Runde. Ich hoffe einfach, sie machen es. Es ist natürlich im Endeffekt 50-50, aber wie gesagt, ich hoffe, die machen es. Und dann gibt es morgen entweder ein Gewinn-Raushol-Video, wie heute jetzt wieder, wo wir wirklich saftigen Gewinn geholt haben. Oder es gibt ein Rip-Skins-Video. Wir werden sehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin gespannt. Schreibt in die Kommentare, was ihr so gewettet habt. Oder ob ihr sagt, das ist kompletter Schwachsinn, was ich mache. Oder sagt, okay, ich gehe auch so risky ran. Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr das Video gut fandet. Und ich hoffe, ihr abonniert den Kanal, um dann auch die nächsten Videos zu sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.